Smarana, schön, dass du hier bist zu meinem neuesten Video über die Portalöffnung zu den geistigen Ebenen, zur göttlichen Ebene. Und wenn du dich für Bewusstseinserweiterung interessierst und meinen Kanal bisher noch nicht abonniert hast, dann solltest du dies tun, denn du bekommst immer die neuesten Botschaften von der geistigen Welt, wichtige Durchsagen. Und dazu solltest du auch noch die Glocke aktivieren, denn über die Glocke wird dich YouTube sofort daran erinnern, wenn ich ein neues Video gepostet habe. Und du solltest mir auch auf Facebook folgen, auf meiner Facebook-Seite, denn dort erhältst du wichtige Informationen und Tagesimpulse. Unter dem Video ist der Link, wo du dich auf Facebook mit meiner Seite verbinden kannst und mir folgen kannst, wo du sie also abonnieren kannst. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem so tollen Thema der Portalöffnung der geistigen Welt. Wenn ihr das Video angeschaut habt, was vor diesem Video für den 22. Januar gesendet wurde für diese Portaltage, ich habe es euch mal oben verlinkt, da habt ihr ja die Vorbereitung praktisch bekommen für das heutige Video. Und zwar hatten wir in dem ersten Video die Energien genutzt, um alte Dinge zu lösen, welche nicht in der göttlichen Ordnung sind. Wer dies noch nicht von euch gesehen hat, der sollte sich das anschauen, denn umso besser können wir in diesem Video von der Portalöffnung profitieren, die ja am 26. Januar für uns geschieht. Und ihr wisst sicher, dass an Portaltagen die Energie aus der geistigen Welt intensiver auf die Erde strömt und dadurch die Schleier dünner sind. Und je dünner die Schleier sind, umso mehr haben wir die Chance, uns weiterzuentwickeln. Und jetzt gerade am 26. Januar oder ab dem 26. Januar haben wir über die geistige Welt die Möglichkeit, noch tiefer in das Erwachen hineinzugehen durch diese Portalöffnung. Und das ist so eine große, wundervolle Hilfestellung. Und ich freue mich, dass ich dir als Kanal heute zur Verfügung stehe und diese Energien auf die Erde bringen darf, um eben alle Menschen zu unterstützen, so viel wie möglich für sich selbst zu tun. Die geistige Welt sagt ja, dass über die Portalöffnung also Erwachensenergien auf die Erde strömen und dass gleichzeitig durch diese Erwachensenergien wir Menschen in die Kraft der Wunder hineinkommen, dass wir also die Kraft der Wunder, wenn wir uns dafür öffnen, tatsächlich bildlich spüren, förmlich spüren können, wie sie durch uns fließt. Oh Gott, mich schüttelt es jetzt innerlich, wenn ich allein euch das erzähle. Es ist grandios, was die Energien gerade im Moment alles für uns ermöglichen. Und also überlege dir, du hast durch die Portalöffnung, wir werden durch das Portal zusammen durchgehen nachher, energetisch natürlich. Und wir haben also da die Chance, in die Erwachensenergie einzutauchen, unsere Göttlichkeit zu fühlen und in die Kraft der Wunder einzutauchen. Und das sind drei unheimlich kräftige Energien, die uns jetzt zur Verfügung stehen und uns weiterbringen auf dem Weg, auf dem wir uns gerade befinden. Wir wissen ja, dass jeder Mensch auf seiner persönlichen Stelle auf seinem Weg ist. Und diese Energien erreichen wirklich jeden Menschen. Und es wird dadurch so viel Heilung, so viel Erwachen möglich sein, wie schon lange nicht mehr. Und es ist ja auch jetzt im Außen sowieso sehr schwierig für uns alle, überhaupt mit den Situationen zurechtzukommen und uns anzupassen oder nicht anzupassen, um das Passende in der Situation für uns zu finden. Das ist vielleicht besser jetzt ausgedrückt, um eben ja wirklich tatsächlich zu finden, wie gehe ich mit dieser ganzen Situation um und wo finde ich für mich das Gleichgewicht? Denn das Gleichgewicht ist ganz wichtig, der Ausgleich der Energien, was ja jeder Mensch für sich in sich trägt. Die weibliche und die männliche Seite ist ja nur ein Beispiel,
Es ist einfach durch die Polarität hier auf der Erde, durch die Dualität, haben wir immer zwei Energien in uns. Und sobald eine Energie überwiegt, sind wir nicht im Gleichgewicht. Und dann dadurch angreifbar, es geht uns schlecht, es geschehen so viele Dinge, die uns dann sehr beeinflussen können. Wenn du aber in der Mitte bist, bleibst du einfach ruhig und alles ist in Ordnung. So ist kann man sich das also vorstellen. Und wir werden also jetzt gleich in diese wundervollen Energien eintauchen. Die geballte Dreieinigkeit erwartet uns. Und du hast für dich die Chance und die Möglichkeit, vielleicht bestimmte Bilder zu empfangen, vielleicht eine Vision zu bekommen oder einfach nur die Energie aufzunehmen. Also wie es jetzt auch für jeden Einzelnen ist, ist ganz persönlich und individuell. Aber ich kann euch versichern, es ist immer genau richtig. Und es gibt manchmal Menschen, die schreiben unter das Video, ich habe nichts gefühlt. Das würde ich gerne noch erklären, bevor wir anfangen. Denn in dem Moment, wo man also jetzt nichts fühlt, ist einfach noch der Verstand zu stark oder man ist zu sehr in der Kontrollfunktion. Also wenn ein Mensch sehr viel kontrolliert und auch seine Gefühle kontrollieren möchte, der fühlt natürlich nichts. Und das ist eine gewisse Übungssache des Vertrauens. Je mehr du dich fallen lässt und vertraust, umso mehr wirst du fühlen. Also das Loslassen von Kontrolle ist ganz wichtig. Gerade wenn man in der Spiritualität weiterkommen möchte, sonst ist es schwierig, sonst dauert das alles sehr, sehr lange und ist eben vom Verstand gesteuert, weil der Verstand kontrolliert gerne. Und das solltet ihr einfach wissen. Die Energien sind in jedem Fall, sie sind da und sie sind massiv da. Sie sind sehr stark fühlbar für diejenigen, die eben sich getrauen, sich fallen zu lassen. Und wenn du dir überlegst, du sollst jetzt loslassen, vielleicht hast du eine unbewusste Angst, aber wenn du dir überlegst, was passiert denn, wenn du loslässt? Es passiert das, dass du fühlen kannst. Was anderes kann dir nicht passieren. Und das ist ja jetzt vielleicht die Möglichkeit, ja, das mal auszuprobieren. Einfach mal zu probieren, wie ist es denn, wenn ich vertraue, mich hingebe, was passiert da? Ja, also das jetzt nur mal so nebenbei zum allgemeinen Verständnis für euch. Und natürlich sollte man auch nicht jetzt etwas erzwingen wollen, weil Zwang mögen die Energien sowieso nicht. Jeglicher Zwang bringt die Energien dazu, alles zu blockieren und dann natürlich wirst du auch nichts fühlen. Also es ist jetzt alles hört sich schwierig an, aber eigentlich ist es nur die Hingabe, sich hingeben, vertrauen und sich der Liebe öffnen. So, dann fangen wir gleich an. Ich habe jetzt mal die weiße Bruderschaft. Wir werden eine Botschaft von der weißen Bruderschaft bekommen, gerade weil die Portalöffnung so wichtig ist. Und die Smarana-Energie. Smarana bedeutet die Nähe Gottes. Das wurde auch schon so oft gefragt. Smarana ist die Nähe Gottes fühlen. Und das ist jetzt schon sehr spürbar für mich. Ich bitte um Schutz für dich und für mich, für uns alle. Ich bitte um die Energie des Schutzes, welche sich jetzt um uns herum ausbreitet, welche dich einhüllt und dir das Gefühl gibt, dass du nicht allein bist. Und nun öffne ich meinen Kanal. Und richte ihn direkt aus in die göttlichen Dimensionen der Liebe. Und ich bitte um die Energien der weißen Bruderschaft. Die Liebe und das Licht der weißen Bruderschaft strahlt
umgibt dich und sagt dir, dass wir jetzt in diesem Moment bei dir sind. Wir überbringen dir das Gotteslicht und wir überbringen dir die vollkommene Liebe aus den unendlichen Feldern von Gottes Nähe. Wir wurden gerufen, um mit dir gemeinsam durch das neue Portal hindurchzugehen. Es ist das Portal des Erwachens, welches dich heute einlädt, welches dich umgibt voller Liebe. Und dieses Tor entsteht nun direkt vor dir. Wir, die weiße Bruderschaft, wir halten die Energien für dich. Und du kannst spüren, dass wir bei dir sind. Und es reicht ein inneres Ja von dir, ein inneres Ja, mit welchem du von deiner Seele getragen wirst und jetzt dich unter dieses Portal stellen darfst. Goldene Energien des Erwachens werden zu dir gebracht. Smaragdgrüne Energien der Heilung fließen zu dir. Und golden-weiße Wellen der Wunder berühren deine Seele. Lasse all dies geschehen, was jetzt geschieht, und lade die Energien ein, sich mit dir zu verbinden. Es ist unser Geschenk, dich dabei zu begleiten. Und so tragen wir das Licht. So tragen wir die Heilung, so tragen wir die Liebe zu dir. Die Wunder mögen geschehen, so wie es richtig und gut für dich ist. Die Energien fließen in dein Energiefeld ein und dehnen dich aus. Sei bereit, den Schritt zu wagen und loszulassen von alten Begrenzungen. Sei bereit, dich mit uns zu verbinden. Dies ist eine Einladung aus der höchsten Dimension der Liebe der weißen Bruderschaft. Gehe nun mit uns durch dieses Tor hindurch. Und lasse deine Seele sich tragen von unseren Energien. Alles, was du jetzt wahrnimmst, gehört dir ganz allein. Ist deine persönliche Ausdehnung, dein Platz im Universum. Dein Seelenlicht, fühle dein Seelenlicht, spüre die Kraft des Erwachens und spüre die Kraft der Liebe. Die Energie der Wunder hüllt dich ein, sie trägt dich ab jetzt durch diese Zeit. Je mehr du vertraust und dich öffnest, umso tiefer und besser können diese Energien für dich wirken. Ich gebe dir noch ein wenig Zeit,
um all dies zu genießen. So haben wir für dich gewirkt, voller Liebe und voller Achtsamkeit. Die weiße Bruderschaft zieht sich langsam wieder zurück und du kehrst in deinen Raum, in dein Hier und Jetzt zurück. Deine Engel tragen dich behutsam und geschützt in das Hier und Jetzt. Ich bedanke mich bei der Weißen Bruderschaft für die große Liebe und das wunderschöne Licht. Und ich bedanke mich bei dir dafür, dass du heute hier warst. Die Energien suchen sich jetzt noch ihren Weg. Sie wirken dort, wo es für dich wichtig ist. So nimm dir ein bisschen Zeit, wenn du kannst, nach diesem Video. Ich empfehle dir eine wundervolle Energieübertragung aus unseren Live-Energien vom großen Kanal. Ich habe das oben verlinkt, das könntest du anhören, wenn du zum Beispiel dieses Video an einem Abend mal hörst und dann nach dieser Meditation gleich das Video anschaltest, dann werden dich die Energien noch tiefer hineintragen in das, was gerade geschah und du kannst es vielleicht über Nacht laufen lassen, sodass du dich vollkommen mit dieser Energie über das Unterbewusstsein verbinden kannst. Wer mag, darf das gerne tun. Dann wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Schön, dass du heute hier warst. Und bis zum nächsten Mal. Ein Küsschen, eine Herzensumarmung. Alles Liebe für dich.